Bei der nächsten Übung geht es darum, die untere und seitliche Rückenmuskulatur sowie das Gesäß zu dehnen. Hierzu kommen wir erst in eine sitzende Position. Wir strecken das linke Bein aus und legen die linke Hand auf das rechte Knie. Wichtig bei dieser Übung ist es, darauf zu achten, dass der Blick der rechten Hand folgt und dass wir beide Schultern auf dem Boden auflegen. Die linke Hand bleibt am rechten Knie und der Fuß hakt in etwa auf Kniekehlenhöhe ein. Wir kommen in die Dehnungsposition und halten diese 10 bis 15 Sekunden. Nach ca. 15 Sekunden in eine entspannte Position und dann wechseln wir die Seite. Lösen Sie die Dehnung langsam wieder auf, kommen Sie in eine entspannte Position, sodass wir anschließend zur nächsten Übung weitergehen können.